Großer Kompliment für die Mannschaft, vor allem dieses Spiel nach dem Champions League-Spiel in Turin, 4 Tage später. Haben wir ein Spiel in Wolfsburg. Wir wissen, wie schwer und kompliziert es ist. Und, wir haben sehr gut angefangen. Unsere 10-12 Minuten hatten wir 2-3 Torchancen. Nach hatten Probleme für unsere Kontrolle. Wir attackieren nicht in perfekter Ordnung. Wir hatten unsere Möglichkeiten und dann ist es aber oft so, wenn du die Möglichkeiten, die du hast, und die waren nicht so ganz so schlecht heute, ja, dann musst du einfach auch in Führung gehen. Und das haben wir nicht geschafft. Und dann kommt es das, was dann immer ist. Dann machen die Bayern doch aus einer Situation heraus, wo ich sage, normal muss da nicht zwingend ein Tor fallen, liegst du dann 1-0 hinten. Wir haben es dann nochmal probiert, haben nochmal versucht anzugreifen. Aber mit dem zweiten Tor, ja, dann hat man auch gesehen, dass es dann sehr schwierig ist, gegen die Bayern zurückzukommen. Also die erste Elf ist absolut eine gute Bundesligamannschaft. Ja, das habe ich der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt. Ich sage, also komme jetzt keiner und dann komme der Personalsituation. Ja, sie ist so, wie sie ist. Wir müssen sie genauso annehmen. Ja, und das hat die Mannschaft, wie schon in Berlin, hervorragend gemacht. Und der Terminplan ist eng. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen zurückbegrüßen kann aus unserem Lazarett. Das sieht nicht danach aus, auch Richtung Hannover nicht. Ja, und dann müssen die Spieler wieder ran. Das ist natürlich extrem. Ich verstehe, Dieter, so mit vielen Verletzungen Spieler, wenn du jeden 3 Tage, 4 Tage musst du spielen, ist nicht einfach. Wir haben das gelebt letzte Saison. So in Bundesliga war gut, aber in der richtigen Moment in Champions League oder im Pokal, du brauchst der Kader, du brauchst gute Spieler auf der Bank. Wie gesagt, jammern gibt's nicht. Dienstag geht's weiter und dann wird das Ergebnis passend gemacht. Jedes Mal ist ein Spiel weniger. So, aber 8 Punkte ist okay, aber ist nicht vorbei. So, wenn du in Dortmund nicht gewinnen, so ist komplett offen die Bundesliga. Die Mannschaft arbeitet wieder, die Mannschaft fängt wieder an, Geschlossenheit zu zeigen. Sie versucht aus dieser Geschlossenheit heraus aktiv zu werden. Das muss sie auch. Ja, sie muss in den nächsten Spielen natürlich jetzt auch punktemäßig müssen wir in die Spur kommen, um den Anschluss oben nicht gänzlich zu verlieren. Im Moment sieht es schon mit 8 Punkten auf Berlin natürlich schon ein bisschen weiter aus, als wir uns das erhofft haben. Aber es ist so, die Situation müssen wir annehmen.